Und eine wunderschöne zurück zu der Let's Play. Ach ja, morgen noch und dann ist mein Praktikum auch beendet. Dann eine Woche Ferien und dann geht wieder Schule los. Holy moly, wie die Zeit vergeht. Nice. Aber gut. So. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie wir das Ganze hier oben designtechnisch designen. Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, mir ist die Höhe eigentlich schon fast, die Größe ein bisschen zu klein. Wir können natürlich oben ein bisschen in die Breite gehen. Ob das dann gut aussieht, ist natürlich eine andere Frage. Weil 4 Blöcke ist halt echt ein bisschen wenig. Das heißt, ich werde dann oben rum wahrscheinlich wirklich so ein bisschen in die Breite gehen. Also ne, so überall Treppen ranlegen. Gucken, ob das passt vom Designtechnischen her. Auf jeden Fall müssen hier die Bäume erstmal weg. Die stellen wir ja gerade hart auf den Sack. Oh doch, die beiden hier dürfen reichen. Komm schon. So. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier so ein Ding habe, nee, scheiße, wenn ich jetzt hier so ein Ding habe, kann ich da einfach so einen Block dagegen setzen? Nee, geht natürlich nicht. Der richtet die Kacke komplett scheiße aus. Ach, das ist ein Kotz. Gut, macht nichts. Dann mache ich jetzt einfach so. Und arbeite dann mit dem Replacement Tool. Habe ich das dabei? Nein, habe ich nicht dabei. Aber ja, auch klar. Warum sollte ich das auch dabei haben? Ronny. Gut, wir brauchen erstmal Baugerüst. Das heißt, ich nehme mal dich. So. Ach, ich hau dir den rein. Ich hasse dich. So, hier brauchen wir es nicht unbedingt. Oh. Wir brauchen mehr Erde. Also nehme ich am besten gleich mal mein Replacement-Tool mit.
Boah, verhungern tun wir auch schon wieder. So, Replacement Tool, da ist es. Fall runter. Wäre jetzt zwar nicht so schlimm gewesen, aber muss es trotzdem nicht sein. So, jetzt kommt's. Also wir brauchen einmal das Ding. Ja, das soll natürlich genau falsch. Wir brauchen einmal das Ding so und einmal das Ding so. So, Replacement Tool, ich komme. Dankeschön. Das brauchen wir aber nur ungefähr erstmal was zum Gegenklatschen. So, das heißt einmal so und dann einmal. Bin ich gar nicht hochgekommen dafür. Okay. So. Sehr schön. So, brauchen wir nochmal neue von diesen Blöcken. Einmal so. Klopfen da. So, und dann war wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Ups. Die Aufnahme wird ein bisschen kürzer. Kommt gleich Besuch. So. Ach, was denn da? Ach komm, ich kopiere einfach wieder von unten. Ist ja nicht, was ich da will. So. Dafür hat sie das Ding ja da hingepackt. Das Ganze wieder einmal rum. So. Das. Genau. Perfekt. So. Schuss da raus. So, das heißt, ich brauche ja hier eigentlich noch ein bisschen. Da müssen auch noch diese Dinger ran. Okay.
Ja, doch, das sieht schon ganz gut aus. Kann man da oben definitiv noch ein bisschen anbauen. Geil. Hatte schon befürchtet, dass es scheiße aussehen dürfte, aber zum Glück nicht. Ich nehme mal hier jetzt aber den anderen Sand, weil der ist schon so komisch kacke. Wenn der noch kackerer wird, ist es nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz, ich muss mal kurz hier ein bisschen anbauen. Dann kann ich nämlich hier einen so gegenklatschen. So, und den kopieren. So. Ach komm jetzt, ernsthaft? Ich hasse dich. So, du kommst dahin, du kommst weg. Du kommst da so hin. Schauen wir uns mal später nur noch gucken, wie wir dann diese kleinen Eckdinger da rein kriegen. Ja, das war perfekt. Geht das so? Bitte geh, bitte geh. War ja klar. Wenn das wenn es nicht ausrichten soll, richtet er natürlich aus. Du bist so ein kleiner Verräter, du Schwanz. Ach komm, jetzt dahin. So. Und dann töte ich dich. Ist so tief. Mist. So. Wunderbar. Gut. Frage ist, wie gestalten wir die Treppe? Ich würde halt per se erstmal immer hier hinten anfangen, also quasi wenn man hier so reinkommt, dann hier so. Dann brauchen wir ein paar normale Blöcke. Ach komm. So. Paar normale Blöcke. Das geht dann einmal so. Dann geht es weiter hoch, was garantiert hier wieder nicht geht, weil er den ausrichtet. Ja, ich hasse dich so sehr. So und so. Da. So. Eigentlich kann ich mir zumachen, komm, ganz ehrlich. So, wenn man so kein Ding, wenn man reinkommt, da kann man hier so hoch und dann. Lalala, ist man auf der Etage. Kommt noch eine Treppe und dann ist der Rest dann Fußboden. Das heißt, ja, kann ich eigentlich direkt hier zumachen. Und schon ist der Cobblestone leer. Quatsch, nicht das Cobblestone, sondern hier Stone Brick Dings da. So, da lasse ich erstmal so ein bisschen offen, weil ich dann nicht weiß, wie hoch ich da den Schlitz lassen möchte, dass man doch ordentlich hoch und runter kommt. Können wir aber eigentlich mal ganz kurz. Valula alliieren. So. Nein, doch, lassen wir so direkt so. Okay.
Zoom. Scheiße. Och nö. Ich will noch so ein paar kleine Dinger. Ernsthaft. Gut. Dann. Ging das so? Ja, das ging so. Okay. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Gibt es dazu gar nichts? Wie ich die da jetzt so eine Eckdinger. Achso, hatte ich ja gerade schon welche. Hätte ich eigentlich gleich alle Truhe direkt lassen können. So, wie ich die jetzt hier ranbekomme. Ja, das wird gar nichts. Oh, das wird AIDS. Ist es besser von hier unten zu machen? Eins, zwei, eins, zwei. Okay. Eins, zwei, eins. Oh, doch, geht tatsächlich fast. So, hier nehmen wir mal kurz Erde. Ja, das war perfekt. Eins. Oh. Eins. Was? Zwei, drei, vier. Irgendwie so. Perfekt. Gut, ich würde mal sagen, lassen wir es auf dem Status erstmal. Dann machen wir für heute Feierabend. Einfach weil, ja. Real Life und so. Aber der Grundriss ist schon mal fertig. Dann muss oben bloß jetzt noch doch das Wohngebiet quasi rauf. Und die Tür hier unten rein. Aber der Ding an sich ist halt schon mal fertig. Und sieht tatsächlich gut aus. Schön. Gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns denn nächste, ja, morgen wieder. Und dann machen wir morgen um den ganzen Wohnbereich und so. In dem Sinne, schau mit V. Genau. War ein bisschen kürzer, aber ist halt so.